So, hallo zusammen, hoffe es geht euch gut, kann man mich hören? Gerade so, Daumen hoch, super. Dolmetscher muss man gerade Weltkugel unten anwählen, pour les francophones, faut juste sélectionner en bas la langue pour pouvoir avoir accès à la langue française. So, schönen guten Abend zusammen. Und willkommen zu dieser, ja, zu dieser Präsentation oder zu diesem Vortrag zum Thema oxidativer Stress. Und was ist oxidativer Stress? Was verursacht es? Was hat Janoli für Lösungen zum Thema oxidativer Stress? Das werden wir heute Abend erfahren mit dem Professor Dr. Dartsch, wo halt mit seinem kompletten, sagen wir, Passion jedes Mal unseren Produkten überprüft und immer wieder, sagen wir, Sachen testet und immer schöne, bessere Ergebnisse bekommt. Und das wird er uns heute Abend mitteilen. So, Peter, du bist dran. Ich mache die PowerPoint, also ich bin dein Assistent. Normalerweise sieht man jetzt gleich auch meine PowerPoint. Gut. Sieht man's? Jawohl, also ich kann es sehen. Ich weiß nicht, wie es mit den Teilnehmern aussieht. Da müssen es die Teilnehmer auch sehen können. Okay, wunderbar. Dann übernehme ich sozusagen das Wort. Jerome, ich bedanke mich ganz herzlich für deine einführenden Worte. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich ganz arg, heute wieder mit Ihnen zusammen den Abend oder besser gesagt einen Teil des Abends im Sinne einer Präsentation verbringen zu können. Und wenn wir eine Folie zurückgehen, da steht der Titel der heutigen Präsentation. Jerome, eins zurück, nicht eins vor. Es geht um das Quant-Arc-Armband, förderliche Wirkeffekte bei oxidativem Stress. Ein bisschen davon habe ich ja schon in Straßburg dieses Jahr erzählt, wenn ich auch leider gesundheitlich erheblich angeschlagen war, aber heute geht es mir gut. Insofern habe ich auch wahrscheinlich eine lockere Zunge. Untersuchungen mit organspezifischen Zellkulturen, das ist das heutige Thema. Was ist dran am Quant-Arc-Armband? Nächste Folie bitte. Kommen wir zunächst einmal zu den Herstellerangaben. Quant-Arc ist ein Hightech-Armband in High-End-Qualität. Es besteht aus Millionen von mikroskopisch feinen Quantensensoren. Diese sind in der Lage, unsere Zellen zu stimulieren und so ihre Vitalität zu erhöhen. Diese Quantensensoren erkennen Veränderungen in den Zellen und senden Impulse für ein besseres Wohlempfinden. Quant-Arc hat kein Verfallsdatum, verliert nicht an Wirksamkeit und die Wirkung schützt vor unerwünschten äußeren Einflüssen, welche unter anderem als Verursacher von oxidativem Stress gelten. Soweit zu den Herstellerangaben zum Quant-Arc-Armband. Da ich aus dem schulmedizinischen Bereich komme, kann ich mit etwas kryptischen Angaben zunächst einmal nicht so wahnsinnig viel anfangen. Deswegen ist es für mich viel wichtiger, funktioniert es? Kann es überhaupt etwas? Und genau das haben wir untersucht. Nächste Folie bitte. Das Thema der Präsentation lautet ja die Wirkung oder besser gesagt die förderliche Wirkung des Quant-Arc-Armbands bei oxidativem Stress. Ich meine, der Begriff oxidativer Stress ist hinlänglich bekannt. Ich möchte aber trotzdem noch einmal, dass wir uns so ein bisschen wissensmäßig abgleichen, ein paar Worte zu diesem Begriff verlieren. Grundsätzlich versteht man unter oxidativem Stress eine Stoffwechselsituation mit einem Überschuss an reaktiven Sauerstoffverbindungen, sogenannte Reactive Oxygen Species.
abgekürzt ROS. Dazu, nämlich zum oxidativen Stress, tragen einmal die Radikale aus der Umwelt bei. Das sind Xenobiotika, Luftverschmutzung durch Chemikalien, Abgase, Feinststaub, dann Strahlung, ob jetzt ionisierend oder UV ist egal. Denken wir beispielsweise auch an das Ozonloch, wodurch verstärkt UV-Strahlung auf unseren Körper einwirkt, aber auch elektromagnetische Felder durch Handystrahlung oder E-Mobilität sowie geopathische Störfelder. Dann gibt es als zweites die körpereigenen Radikale. Diese entstehen grundsätzlich im Zellstoffwechsel und bei der Energiegewinnung in den Mitochondrien. Dort wird ATP gebildet, also Adenosintriphosphat. Das ist sozusagen unser Energiestöffchen, damit unser Körper funktioniert. Und hierbei entstehen, bei dieser Energiegewinnung entstehen etwa 2 bis 3% freie Radikale, die aber durch die körpereigenen Abwehrmechanismen bestens entgiftet werden können. Es gibt spezielle Enzyme, die das können. Aber in Stresssituationen, bei Entzündungsprozessen, können diese körpereigenen Radikale in einem solchen Überschuss auftreten, dass die Enzyme unseres Körpers das nicht mehr kompensieren können, sodass wir hier in eine Situation des oxidativen Stress hineingeraten. Diese Radikale können zahlreiche Zellstrukturen und Moleküle, dazu gehören Lipide, dazu gehört unsere Desoxyribonukleinsäure, sowohl akut als auch dauerhaft schädigen. Das heißt, in anderen Worten ausgedrückt, mit oxidativem Stress ist in keinster Weise zu spaßen. Oxidativer Stress taucht immer wieder auf, in speziellen Situationen aus der Umwelt. Und wenn das Maß voll ist, dann leidet der Körper darunter. Nächste Folie bitte. Kommen wir zunächst zu den freien Radikalen aus der Umgebung und dem damit verbundenen oxidativen Stress. Wie schon im Titel erwähnt, arbeiten wir ausschließlich tierversuchsfrei. Das heißt, wir arbeiten mit Zellkulturen, die eine Prognose erlauben auf eine bestimmte Situation, auf die Wirkung beispielsweise des Quant-Arc-Armbandes auf der zellulären Ebene. Wir haben hier für die freien Radikale in der Umgebung sogenannte Bindegewebsfibroblasten gewählt. Das ist eine bestimmte Zelllinie, die man in Zellbanken kaufen kann, um auf diese Art und Weise reproduzierbare Ergebnisse zu bekommen. Und diese wurden durch Zugabe von verschiedenen Konzentrationen Wasserstoffperoxid oder Wasserstoffsuperoxid, was das gleiche ist, einem künstlichen äußeren oxidativen Stress ausgesetzt. Man muss sich vorstellen, in der Umgebung dieser Zellen, so ähnlich wie in unserer eigenen Umgebung, haben wir jetzt einen Überschuss an Radikalen, der hier im System auf Zellen einwirkt, beziehungsweise in vivo, das heißt im richtigen Leben, auf unseren Gesamtorganismus. Und wir haben geprüft, ob die gleichzeitige Anwesenheit des Quant-Arc-Armbands einen kompensierenden Effekt hat. Sprich, in anderen Worten, dass der oxidative Stress, der jetzt hier in der Zellkultur auf die Zellen einwirkt, geringer wird und deswegen eine deutlich förderliche Wirkung hat, die sich natürlich langfristig gesehen auch auf die Gesundheit, auf unser Wohlbefinden auswirkt. Es wurde untersucht, die Vitalität der nach 24 Stunden noch überlebenden Zellen nach der Exposition mit dem Wasserstoffperoxid. Nächstes Bild bitte. Um Ihnen zu veranschaulichen, wie oxidativer Stress auf der zellulären Ebene wirkt, gibt es auf der linken Seite eine Kontrolle, die also nicht einem oxidativen Stress ausgesetzt wurde. Hier sieht man einen ganz normalen Zellrasen. Es sind mitotische Zellen, das sind die, die über dem eigentlichen Zellrasen sich befinden, so ein bisschen rundlich sind. Hier ist alles im grünen Bereich. Und nach oxidativem Stress auf der rechten Seite sehen Sie, dass die Zellen angeschwollen sind, sie haben sich vergrößert.
Sie haben sich abgerundet. Sie sind nur noch mit wenigen Ausläufern auf der Unterlage adhärent, haben massive Zellmembranschäden, sodass das Zytoplasma ins Freie gelangen kann. Und auch in dieser relativ kurzen Zeit kommt es zu sogenannten apoptotischen Zellen. Das sind auf diesem Bild diese kleinen schwarzen Punkte, die man da sieht. Das sind apoptotische Körperchen, die durch den Zelltod hervorgerufen wurden. Also insgesamt ein Bild, was einem wirklich nicht gefällt. Jetzt schauen wir an, was das Quant-Arc-Armband, nächstes Bild bitte, hier bewirkt hat. Gemessen haben wir die Überlebensfähigkeit der Zellen ab 24 Stunden oxidativem Stress. Schauen wir uns zunächst die linke Seite an. Das ist die Kontrollkultur oder die Kontrollkulturen ohne Schutz. Da sieht man einmal aufgelistet die Konzentration an H2O2, das ist das Wasserstoffperoxid, und auf der anderen Seite die überlebenden Zellen im Prozent. Man erkennt sehr deutlich die konzentrationsabhängige Reduktion der Zellvitalität durch das Wasserstoffperoxid. Das heißt, je höher die Konzentration, umso geringer ist die Überlebensfähigkeit der Zellen. Und man sieht auch hier eingezeichnet in Rot den relativ steilen Verlauf der sogenannten Regressionsgrade. Es wurde hier eine lineare Regression gerechnet. Das geht also ziemlich steil bergab. Professor Dartsch, ich muss Sie kurz unterbrechen. Ich werde alle Mikrofone stumm schalten und es kann sein, dass Ihr Mikrofon gleich auch stumm geschaltet ist. Dann müssen Sie sich entmuten, weil für die Übersetzung ist es kaum zu hören. Genau. Ich glaube, jetzt können Sie weitermachen. Versuchen Sie mal jetzt zu sprechen. Nee, Sie müssen Ihr Mikrofon. Ich mache das. So. Jo. Nochmal jetzt. Ja, genau. Dankeschön. Wunderbar. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo ich nochmal anfangen soll von meiner Seite her. Am Nee, besten einfach weitermachen. Einfach einfach weitermachen. weitermachen. Ja. Okay, gut. Auf der rechten Seite sehen wir, was passiert, wenn wir einen Schutz, eine protektive Effekt haben durch das Quant-Arc-Armband. Auch hier aufgetragen wieder die Konzentration, das Wasserstoffperoxid und die überlebende Zahl der Zellen in Prozent. Man sieht, dass die Zahl der Überlebenden sehr viel langsamer abnimmt. Das heißt, die Überlebensfähigkeit der Zellen ist sehr viel größer. Und man kann hier auch sehr schön erkennen, dass diese Regressionsgrade viel weiter oben liegt und nicht so steil abfällt. Wenn man das Ganze dann quantifiziert, durchkalkuliert, kommen wir zu dem Ergebnis, dass durch das Quant-Arc-Armband die Zellen so geschützt sind, dass sie einen etwa 20% höheren Überlebensfähigkeit haben als ohne den Schutz. Das war das erste Ergebnis, was ich Ihnen vorstellen möchte. Kommen wir zum nächsten Teil. Das nächste Bild, bitte. Der nächste Teil ist etwas, was mit diesen Zellen durchgeführt wurde. Es geht nämlich um die dynamische Visualisierung des Zellverhaltens bei oxidativem Stress. Das, was wir in den Mikrofotos gesehen haben, war sozusagen der Endpunkt nach 24 Stunden. Aber dazwischen passiert ja noch eine ganze Menge. Das heißt, wie sind die Zellreaktionen? Und das kann man mit einem Zeitraffersystem am Mikroskop aufzeichnen. Hier auf der linken Seite sieht man eine Kulturschale, wo die Zellen drin sind. Dann sieht man sehr schön das Quant-Arc-Armband, was in diese Inkubationskammer eingelegt wird. Auf der rechten Seite ist dann die fertige Aufzeichnungsapparatur, wo man dann über 24 Stunden hinweg das Zellverhalten aufzeichnen kann. Das nächste Bild bitte. Wir haben insgesamt zwei Videos, die ich Ihnen heute zeigen möchte, nämlich zunächst einmal die Aufzeichnung des Zellverhaltens bei Einwirkung von oxidativem Stress innerhalb von 24 Stunden. Das erste Video, was ich Ihnen zeigen möchte, zeigt den oxidativen Stress bei den Bindegewebsfibroblasten.
ohne einen Schutz des Quant-Arc-Armbandes, was zu diesen Schäden an der Zellmembran führt, zu einem ausgeprägten Abrunden und Absterben der Zellen. Und dann gleich danach das zweite Video, was die protektive Wirkung des Quant-Arc-Armbandes zeigt. Also im Grunde genommen das, was wir an Zahlen gerade vorher in den Folien hatten, jetzt nochmal dynamisch dargestellt, um zu verstehen, was da alles abläuft. Und dass tatsächlich das Quant-Arc-Armband eine protektive Wirkung hier auf der zellulären Ebene zeigt. Damit kommen wir zum ersten Video. Jerome, bitte. Wunderbar. Jetzt müssen wir es nur noch zum Laufen kriegen. Jo. Es ruckelt leider ein bisschen. Aber man sieht zumindest, dass die Zellen anfangen, sich abzurunden, abzukugeln, dass die zellfreien Räume immer größer werden, dass die Zellen anfangen abzuschwimmen, dass das Zytoplasma kondensiert, dass hier sehr starke Vakuolen auftreten, dass ganze Zellschichten aufreißen. Und das finale Bild, was wir dann nach 24 Stunden bekommen, sieht dann so aus, dass die Zellen mehr oder weniger zu einem Großteil nicht mehr lebensfähig sind. Jetzt schauen wir uns das zweite Video an. Das ist jetzt unter dem Einfluss des Quant-Arc-Armbandes. Da sind die Effekte deutlich geringer. Zur gleichen Zeit sind die Zellen nach wie vor noch weitestgehend intakt. Es kommt natürlich zu einem gewissen Abrunden, zu einer gewissen Zellveränderung durch den oxidativen Stress. Aber insgesamt sieht das Bild deutlich besser aus als vorher. Und das sind diese 20% höhere Überlebensrate, von denen ich in der Folie vorher mit der grafischen Darstellung gesprochen habe. Jo, vielen Dank. Dann geht es weiter mit den Folien. Jerome, können wir die Folien? Ja, danke. Das nächste Thema, was ich ansprechen möchte, ist oxidativer Stress durch körpereigene Radikale. Ich hatte ja schon davon erwähnt, dass auch der Körper selbst Radikale produzieren kann, einmal im Stoffwechsel, was völlig in Ordnung ist. Wir brauchen auch Sauerstoffradikale als Transmittersubstanzen für die Signalübermittlung. Die sind also absolut lebensnotwendig. Aber es kann auch in einem beispielsweise entzündeten Gewebeareal dazu kommen, dass sogenannte neutrophile Granulozyten, die im Blut herumschwimmen und normalerweise zur angeborenen Immunabwehr gehören, und zwar zur Abwehr von eingedrungenen Fremdkeimen, sogenannten mikrobiellen Pathogenen. Diese werden aber durch Chemokine, durch Zytokine, also bestimmte Signalsubstanzen, die in diesem entzündeten Gewebe entstehen und ins Blut abgegeben werden, sie werden dadurch angelockt, können ins Gewebe einwandern und dort durch die Produktion von Sauerstoffradikalen zu unerwünschten Gewebezerstörungen oder zu fortschreitenden Gewebezerstörungen führen. In der Mitte sehen wir einen solchen funktionalen neutrophilen Granulozyt, den wir differenziert haben aus einer völlig anderen Zelllinie, sogenannten humanen Promyelozyten. Die kann man durch Zugabe von Dimethylsulfoxid, hier abgekürzt als DMSO, über 6 Tage lang differenzieren. Damit sie in der Lage sind, nach Stimulation Sauerstoffradikale zu produzieren, sind keine echten Neutrophilen, sondern deswegen nennt man sie funktionale Neutrophilen. Aber insgesamt, das Modell ist insofern den frisch isolierten neutrophilen Zellen aus dem Blut vorzuziehen, weil wir hier sehr starke individuelle Schwankungen haben. Und hier können wir das Ganze durch diesen Differenzierungsprozess sehr gut steuern und reproduzierbar machen.
Die Zellen werden dann nach der Differenzierung durch die Zugabe eines Phobolesters stimuliert und produzieren dann Sauerstoffradikale, die wiederum einen Farbstoff verstärkt spalten. Und man kann das dann entsprechend natürlich quantifizieren, indem man diesen Farbumschlag misst und bekommt dann heraus, inwieweit bestimmte Substanzen Radikale abfangen können, die Bildung reduzieren können. Oder es gibt auch Substanzen, die können das antriggern, die machen das dann vermehrt. Schauen wir mal, wie hier das Quantarkarmband abgeschnitten hat. Das sehen wir auf dem nächsten Bild. So, hier haben wir den Farbumschlag in Milliode. Milliode ist eine Einheit, in der man misst. Das muss Sie nicht weiter interessieren. Viel interessanter ist die Tatsache, dass wir uns zunächst einmal die linken Balken angucken. Dort sehen wir die unbehandelten Kontrollzellen. Das Grüne ist der Zellstoffwechsel, ohne dass die Zellen stimuliert worden wären, Sauerstoffradikale zu bilden. Dieses tun sie in einem sogenannten oxidativen Burst, indem man nämlich diesen Phobolester, hier abgekürzt mit PMA, dazugibt. Und dann sieht man, dass plötzlich die Farbstoffveränderung, die Farbstoffspaltung sehr viel stärker zunimmt durch die Radikale, die auch den Sauerstoff hier, den Farbstoff spalten, verstärkt spalten. Wenn man jetzt den Anteil des basalen Stoffwechsels abrechnet, ist das rote, dann sieht man, dass das Gelbe, das ist der Anteil des oxidativen Bursts, das ist also sozusagen die Radikalproduktion durch die Zellen in dieser unbehandelten Kontrolle. Auf der rechten Seite haben wir genau das Gleiche dargestellt, nur diesmal mit Zellen, die über den sechstägigen Differenzierungszeitraum mit Quantark exponiert worden sind. Da sieht man, ohne Stimulation annehmen. Gleich ist kein statistisch signifikanter Unterschied zur Kontrolle. Aber, und jetzt schauen wir auf den ganz rechten Balken, der oxidative Burst, das heißt die Radikalbildung, der gelbe Anteil ist viel, viel geringer als im Falle der Kontrollzellen. Das heißt, diese Zellen haben unter dem Einfluss des Quantark-Armbandes 75% weniger Radikale gebildet. Und diese Radikale als, nennen wir es mal, Unruhestifter in diesem entzündeten Gewebe, die das Ganze antriggern können, eventuell sogar hergehen können und das Ganze chronifizieren, also in einen chronischen Zustand verwandeln können, aber auch zu verzögerten Wundheilungsprozessen führen können, sind hier durch das Quantark-Armband zu 3/4 vermindert. Ein ganz tolles Ergebnis aus meiner Sicht. Das hätte ich nie in dieser Form erwartet. Nächstes Bild bitte. Fassen wir zusammen. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen das große Potenzial des Quantark-Armbands. Die unerwünschten Wirkungen von einem Radikalüberschuss werden deutlich reduziert, sodass einem unerwünschten oxidativen Stress, sei es von außen oder sei es von innen, vorgebeugt werden kann. Somit kann das Quantark-Armband nicht nur das allgemeine Wohlbefinden, sondern auch die gesundheitliche Situation verbessern. Nächstes Bild bitte. Aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse hat das Quantark-Band von Darch Scientific ein entsprechendes Testzertifikat über den erfolgreichen Abschluss, über die erfolgreiche Absolvierung der Tests bekommen. Nächstes Bild. Ja, jetzt schlage ich ein bisschen den Brückenschlag, nachdem inzwischen, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist, schon seit einigen Wochen Weihnachtsgebäck und Nikoläuse und alles Mögliche in den Regalen steht. Weihnachten zwar immer noch ein bisschen in der Zukunft. Wäre es ja durchaus möglich, dass der Weihnachtsmann vielleicht einem lieben Angehörigen ein solches Quantark-Armband bringt. Und ich glaube, inspiriert von diesem Bild mit dem Weihnachtsmann wurde auch die Firma Janoli
die ein ganz besonderes Angebot für Sie hat, was jetzt Jerome gerne vorstellen möchte. So, hallo nochmal zusammen. Ich denke, Weihnachtsmann, sagst du wahrscheinlich wegen meinem Bart, oder? Lassen wir so stehen. Also, wir haben eine, ja, eine Aktion für euch als Vertriebspartner, aber auch für die Kunden. So, das sind zwei getrennten Aktionen, haben wir mit den Führungskräften heute Nachmittag noch ausgetauscht. Also, die Aktion läuft jetzt ab jetzt für genau eine Woche, okay, bis nächsten Dienstag Mitternacht. Es gibt die Aktion für Kunde, also jeder Kunde, wo als Endkunde im Janoli Shop über euch ein Quanta kauft, Silber oder das Schwarze, wird eine Flasche Alpha Essence gratis dazu bekommen, automatisch. Und ihr als Vertriebspartner, wenn ihr als Vertriebspartner ein Quanta kauft, ihr bekommt zwei Flaschen Alpha Essence und zwei Flaschen von dem Beta Essence. Weil basierend auf den letzten, sagen wir, Analysen, wo wir fahren, wo wir vielleicht, da kannst du vielleicht ein bisschen was noch dazu sagen, haben wir gemerkt, dass die Kombination von beiden Produkten oder sogar mit Beta eine ideale Kombination gibt. Haben wir auch bei vielen Kunden durch verschiedene Testimonials festgestellt. Und deswegen also eine Kundenaktion für Endkunden und auch für euch als Vertriebspartner die Möglichkeit, jetzt diese Produkte zusätzlich gratis dazu zu bekommen. Das ist so, sagen wir, ein Vorweihnachtsgeschmack. Vor Weihnachten werden wir wahrscheinlich nochmal eine Konferenz mit Professor Dr. Dartsch haben, weil es laufen verschiedene Studien. Ohne das alles zu verraten, kannst du vielleicht ein bisschen nochmal auf das Thema gehen, bevor dass wir diese Konferenz schließen. Vielen Dank, Jerome. Ich will noch gar nicht zu meiner letzten Folie kommen, sondern Jerome hat ja schon ein bisschen darüber berichtet, nämlich die Tatsache, dass wir dabei sind, weitere Untersuchungen in Gang zu setzen, zum Teil auch schon so die ersten sehr vielversprechenden Ergebnisse haben, wo es darum geht, Quant Arc, das Armband, zu kombinieren, beispielsweise mit der Alpha-Essenz. Und wir hier auf spezielle Wirkeffekte geschaut haben, die wir anfangs in dieser Form auch noch nicht so erwartet haben. Aber ich möchte nicht zu viel verraten, sondern Ihnen nur das Wasser im Munde gewissermaßen zusammenlaufen lassen. Für die Veranstaltung, die wir dann noch vor Weihnachten oder auch im Januar, ich weiß nicht genau, die Zeitplanung haben werden. Die Versuche müssen erstmal beendet werden, aber ich kann Ihnen sagen, es werden sicherlich hochinteressante Sachen dabei herauskommen, über die ich dann berichten werde. Und jetzt kommen wir zur letzten Folie, die Folie, dass ich mich für Ihre Aufmerksamkeit ganz herzlich bedanke. Und wenn ich gleich abgeschaltet werde, wünsche ich Ihnen jetzt schon mal einen schönen Abend. Vielen Dank. So, vielen Dank an alle Teilnehmer, vielen Dank an unseren Übersetzer und ja, wir wünschen euch einen schönen Abend. Bis bald und nutzt die Aktion voll. Ciao, ciao.